Bist du jetzt eigentlich römische Kultur oder gibt es das nur bei EU4? Wir sind. Achso, Physio hat es eh schon geschrieben. Wir sind griechisch. Livestream natürlich, Mr. J. Wenn wir wieder KSP spielen sollten. Ich will noch nichts versprechen, aber wenn, dann natürlich Livestream. Ich brauche ja eure Hilfe. Hellenischer Glaube, der kommt, genau. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil jetzt haben wir das schon durchgespielt. Hätten wir noch ein bisschen warten können, Mensch. Ich soll eines meiner Kinder Ivan nennen. Ivan, der Schreckliche. So. Unser Kind kommt ins Kloster. Was können wir denn brauchen an Punkten? Ich würde fast sagen Verwaltung, oder? Vielleicht klappt es ja. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mit dem nächsten Krieg weiter, solange da nicht andere mitkommen. Wenn wir hier unten einen Krieg führen würden, dann kommen wieder alle mit. Genau, das wollen wir nicht. Dann machen wir erstmal hier oben weiter. Vielleicht kommen hier nicht so viele mit. Ist wahrscheinlich hier genauso. Ja, da kommen auch alle mit. Heiliger Krieg. Ist das nicht egal, ob wir dann Heiliger Krieg machen? 100 Pietät, Prestige. Und bei kaiserlicher Rückeroberung erhalten wir nur Prestige. Und ihr meint quasi, es ist besser, wenn man Heiliger Krieg macht, statt die Rückeroberung. Also wenn man die Wahl hat. Der nächste DLC. Ich weiß auch nicht, wann der kommt. Ich wüsste es gern, aber da geben sie einfach nicht Bescheid. Da geben sie leider nicht Bescheid. Können wir noch irgendjemand einnehmen? Den Abbasid zum Beispiel. Kommen auch wieder alle mit. Wenn wir es einfach mal riskieren. Ich habe jetzt gespeichert. Hier drüben. Kommen wahrscheinlich auch wieder alle mit. Egal, wen wir angreifen, es kommen immer alle mit. Ich würde fast sagen, wir greifen hier Tripolitanien an, weil wir uns das komplett holen können. Wir können uns das komplett holen. Wir haben aktuell, wir warten noch ein bisschen, bis unsere Mannstärke wieder komplett ist. Dann werden wir hier runter marschieren und dann können wir hier, jetzt wollte ich schon auf dem Bildschirm zeigen, damit ihr es seht. Dann werden wir hier im Osten runter marschieren, hier rüber. Und dann können wir eventuell Verbündete von ihm gleich hier weg verschnabulieren. Wir den DLC für den DLC, Mr. J. Nicht das DLC. Den DLC. Immer den DLC. Für Kingdom Come geholt habe. Nee, habe ich mir nicht geholt. Ich bin da noch etwas zwiegespalten. Vor allem, ich habe es ja auch schon durchgespielt. Also wenn ich mir den hole, dann wahrscheinlich in 2-3 Jahren, wenn ich es nochmal durchspiele. Aber vorher nicht. Macht jetzt keinen Sinn. So, was haben wir denn für Meldungen? Wir können Titel erstellen. Gibt es hier oben. Anspruchsteller. Oh, sie wird an den Hof kommen. Oh, da müssen wir hier oben erst weitermachen. Die gute Dame hat einen schwachen Anspruch. Der hilft uns leider nichts. Selbst wenn wir ihn töten lassen, dann kommt sein Nachfolger, der ist auch schon 20. Na gut, nee, wir machen hier unten Tripolitanien. Was haben wir noch? Titel übernehmen, landlose Söhne. Was ist hier? Vasallen? Nachfolgewarnung? Okay. Zwei Leute können wir einkerkern. Okay, wir warten, bis die Vasallen wieder hier bei Null sind. Wir haben so viel Kohle. Können wir noch ein bisschen was bei uns hier direkt investieren? Schön in der Umgebung vielleicht.
Ich bin mit einer Frau vermählt, die ich liebe. Das ist so ein herrliches Gefühl. Wir verlieren gestresst. Können wir hier schon was Neues bauen? Kavallerie, Bogenschützen, nee. Hospital, können wir das machen? Krankheitswiderstand 10% mehr. Wieso nicht? Und hier drinnen Steuereinnahmen. Sehr schön. Ein Zollhaus. Ein Tollhaus. Wir wählen wieder eine Ambition. Kannst du nicht andere Reiche konvertieren, die in deinem Dejour-Bereich sind, sodass du sie diplomatisch annektieren kannst? Wir können ja mal schauen. Bei unserem Dejour-Bereich haben wir eigentlich schon ausgereizt. Wenn wir mal schauen, hier ist das Römische Reich. Wenn wir mal schauen. Da ist hier das Römische Reich ein bisschen kleiner. Hier drüben vielleicht Georgien oder so. Huch. Dass wir hier noch ein bisschen was bekommen, aber das kannst du auch vergessen. Alles andere haben wir hier die Jure mäßig schon ausgereizt. Also da geht nichts. Wir können auch nicht irgendwie Vassalisierung erzwingen oder so, geht ja auch nicht, ne? Ah, der muss im Frieden sein, wird er wahrscheinlich nicht machen. Er ist auch noch eine andere Kultur, eine andere Religion und so weiter. Was du eventuell versuchen könntest, du hast ja gesehen, dass es viele jüdische, ketzerische Claimants für Frankreich gibt. Wenn du es nun durch Morden schaffen würdest, dass der Kaiser jüdisch ist, würde das Reich schnell zerfallen und du könntest eventuell sogar Holy Warren. Holy Warren. Der Nachfolger, da müssen wir ja den Nachfolger auch nochmal töten. Auf der anderen Seite, was haben wir schon zu verlieren, oder? Wenn wir es einfach mal probieren. Was haben wir schon zu verlieren? Ich glaube, ich habe es sogar ausprobiert mit ihm. Wir haben noch Gefangene hier drin. Da hat aber keiner mitgemacht. Wir schauen mal. Ob sich jemand hier anschließt, da macht keiner mit. Schauen mal, ob es potenzielle Kandidaten geben würde. 6%. 5, 5. Ja, das kannst du vergessen. Da macht keiner leider mit. Ja, wir haben ja noch Zeit jetzt. 873. Und das hier zum Beispiel können wir uns ja schon auf einmal holen. Also von daher ist es ja nicht schlecht. Mir fällt aktuell keine andere Möglichkeit ein, wie wir hier an weiteres Land kommen, außer dass wir halt so Anspruchsteller dann zu uns holen, was natürlich bei anderes gläubigen Anspruchstellern schwierig ist. Hallo Val! Ich hocke hier nach der Arbeit an der Haltestelle und gucke den Tollfuß-Stream. Das ist schön. Du könntest ja auch ein Buch lesen und dich fortbilden, aber nein, du musst ja hier den Stream gucken. Bis dann, Don. Also, jetzt machen wir hier mal Krieg. Ich habe gespeichert und wir holen uns hier Tripolitanien. Ich wollte ja warten eigentlich, ne? Nee, wir sind schon soweit. Sehr gut. Können wir also schon machen. Krieg erklären, Tripolitanien. Es kommen wieder alle mit. Wir setzen unseren Sammelpunkt hier vorne. Wir geben unsere Einheiten aus. Hier unten. Oh, hier müssen wir aufpassen. Da ist jetzt der Abbasid ist auch mit dabei. Der wird sich wahrscheinlich die gleich mal schnappen. Hier. Okay, da haben wir 3000. Eieiei, riesiges Gemetzel wird das. Wir werden euch mal wieder wegmachen. Ich glaube, den komme ich auch nicht hoch. Oben 2900. Wird schon gut gehen, würde ich mal sagen. Wird schon gut gehen. Selber die Religion wechseln? Ne. Das machen wir nicht, ne. Ihr bildet euch durch den Stream weiter, das ist sehr schön. Und ich bilde mich weiter, weil ich ja auch immer wieder was Neues lerne.
Ein nobler Krieger besucht uns. Er ist willkommen. Wo haben wir was verloren? Wir haben hier oben was verloren. Es hat die gleichen Eigenschaften hier. Hohe Wahrscheinlichkeit grüblerisch, niedrige Wahrscheinlichkeit befangen. Nur, dann nehmen wir doch das mit Prestige. Er hält grüblerisch. Ah, jetzt wird hier auch wieder, wer bist du denn? Eine römische Armee? Hä? Hier sind doch die Römer. Was macht denn eine römische Armee hier? Hier sind doch die Römer, Mensch. 420. Hä? So, dann werden wir euch gleich mal. Da werden wir gleich mal die erste Schlacht schlagen hier. Sehr seltsam. Kommt hier eine römerische Armee? So, hier sind wir durchgekommen. Oh, er verliert hier. Gegen eine Revolte, sehr schön. Da nimmt uns die Revolte ein bisschen Arbeit ab. 1800 stehen hier oben. Da kümmern wir uns mit den 3000 um die. Notfalls können wir uns noch ein bisschen Verstärkung holen. So, dann 9000, ihr sammelt euch auch hier unten, hier waren schon 16.000, sehr schön. Nehmt euch gleich mal die 2000 hier, dann die 3000 holen sich die 2000 hier, hier oben sind ziemlich viele, wir müssen ein paar hier lassen, da müssen wir gar nicht so viele runterziehen, vielleicht lassen wir nur 10.000 hier runterbringen und den Rest lassen wir hier oben. Kommen hier nochmal welche raus. Eine Spende brauchen wir nicht. Ja, wir müssen wieder ein bisschen so Micromanagement machen, ne? Oh, da versucht er zu verschwinden. Feigling. Die können wir wieder einstampfen. Die kommen nicht von der Insel. 3000. Wir greifen dann hier. Wir gehen hier quasi so außen rum. Ich hoffe, das hilft. Dann kommt hier schon wieder eine neue Flotte an. Ich lasse mal die 9000 hier. Offenbar schiffen die hier alle ein. Warum auch immer. Ich sehe ja auch nicht, wo die ankommen. Ob die hier in Konstantinopel ankommen. Oder wo auch immer. Ich gehe mal davon aus, dass die hier ankommen. 900 nochmal. Mit Hälfte Moral. Aber soll mir ganz recht sein, wenn er die hier alle anschifft. So, 17.000 hier oben. Hier unten hat er die 2. Dann bringen wir die 17.000 hier runter. Das müsste normalerweise reichen. Dann die 3.000 gehen hier hoch. Ein paar crappy Anführer hier rein. Und um die müssen wir uns auch noch kümmern hier oben. Meine Güte, wir sind ja mit der ganzen Welt im Krieg. Schaut euch das mal an. Wir sind echt mit der ganzen Welt im Krieg. Pff. So, die läuft wohin? Die römische Armee.
Adrianopolis. So, da haben sie ihr Pulver schon mal verschossen hier. Die 9000, die müssen wir hier hochbringen. Ich bring mal die 9000 hier hoch, damit wir hier uns um die kümmern können. Kämmerer. Und Hofgeistlicher. Der Hofgeistliche kann wieder bekehren. Steuern eintreiben. Die anderen machen noch alles richtig. Intrigieren macht der. Den brauchen wir nicht mehr zur Verschwörungsstärke aufbauen. Gut. 2000, 1000, 17000. Okay, das muss reichen erstmal. Wir marschieren mal hier runter. Und jetzt wird hier angegriffen. Es wird schwierig. Aber es klappt. Gleich mal nachsetzen, die 9000. Wir werden mit den 9000 und mit den 3000 hier hochmarschieren. Jetzt hat er hier schon wieder 6000. Na gut, dann marschieren wir mit den 9000 erstmal hier runter. Das ist ja schön, dass die alle zu uns bringen. Das ist echt schön so. Die 2700 nehmen wir mit. Hier wird verfolgt. Das ist auch okay. Wir haben hier noch 3000. Dann bringen wir die 3000 hier hoch. Das ist echt Wahnsinn, was hier los ist auf einmal. Was die hier an Einheiten anschifft. Wir müssen mit den 17 erstmal hier runter. Wir müssen das hier besetzen. Das ist ganz wichtig. Sonst tickt hier der Counter so runter. Das ist dann schlecht. So, können wir euch jetzt hier... Ah, wie der davonläuft. Also, wir bringen die 13000 mal hier runter. Sonst verbrauche ich hier noch mehr Zeit. Die 5000... benutzen wir zur Verfolgung. Wir könnten ihm aber auch den Weg abschneiden hier. Hier oben. Ich glaube, ich komme ihm nicht nach. Habe ich das Gefühl. Oh, da werden wir angegriffen. Gegen 4900, das ist schlecht. Da drehen wir nochmal um. Bringt lieber die 2900 hier runter und nehmt den dann in die Zange. Wo läufst du denn jetzt hin? Wieso läufst du denn jetzt hier hoch? Du solltest doch eigentlich hier runter. Er läuft Richtung Adana, aber wenn er schon mal da ist, dann kann sich der auch noch um den kümmern. Dann bleibt mal hier. Jetzt kommt er Richtung. Lauter so Kleinschlachten hier. Dann nehmen wir den in die Zange. Nein, jetzt bleibt er wieder stehen. Das gibt's ja nicht. So, den Überblick nicht verlieren, das ist ganz wichtig. Wir bringen euch hier runter. Zu den 3000. Und dann laufen wir mit dem Stack einfach rum. Gut,
Gut, also die 13.000 müssen jetzt hier runter. Bis ich hier mal hier ankomme, hier unten. Er kommt nicht mit rein. Ah, es sind schon viele. Beim nächsten Mal warten wir wieder. Bis wir hier alle, bis wir wieder alle schön nicht mehr bedrohlich sind. Da werde ich ja nie im Leben froh hier mit dem Ganzen. Meine Güte. An allen Ecken muss ich kämpfen. Wird auch nochmal gekämpft. Achso. Windlich natürlich. Und ich meine, wir gewinnen schon ziemlich viele Schlachten, aber jetzt haben wir schon minus 12%. So, wir versammeln euch mal hier. Können wir hier reinfallen ohne einen Nachteil? Natürlich nicht. Nöp, gar nichts. Dann marschieren wir hier so rein dann. Okay. Sind wir schon angekommen? Nein, wir sind erst in Jerusalem. Währenddessen belagern die hier oben alles durch. Schreckliche Sache. Was das Kriegsziel ist, das hier unten. Tripolitanien ist das Kriegsziel. Wir haben das Herzogtum Tunesien geerbt. Da müssen wir aber das weitergeben. Tunesien. Dann, wen haben wir denn hier? Welchen fähigen Herrscher? Grausam, feige, ehrlich. Ach, das untersteht uns jetzt direkt. Aha. Der ist krank. Zufrieden, dem könnte es geben. Dann bekommt er das. Der ist zufrieden. Landtitel gewähren, Herzogtum Tunesien. Aber nicht mit allen niedrigen Titeln. Weil wir behalten uns die Domänen erstmal, soweit wir noch hier am Limit sind. Ich habe angegriffen, ja. Was? Du warst kurz weg? Das hätte ich nicht erwartet von dir. Dass du einfach den Stream verlässt. Das ist ja unerhört. Und wir haben schon wieder was geerbt. Die Abtei von Rom. Die können wir aber abgeben. Die Abtei von Rom haben wir geerbt. Machen wir einfach einen neuen Vasallen. Wir haben immer noch was hier. Ah, uns gehört ja immer noch, ne? Die Burg. Das ist okay. So, jetzt haben wir hier die 6000. Wir werden jetzt mit euch hier rüber marschieren. In der Hoffnung, dass wir gegen 4000 bestehen werden. Trotz Malus. Alter, minus 26 haben wir jetzt. Aber ich muss die aufreiben. Wir teilen euch mal auf. Einmal 7000. Dann holen wir uns die hier noch. Die 4000 hier. So, bist du schon angekommen? Nein, 14.000 sind noch immer nicht angekommen. Das sind einfach zu viele. Ich meine, es ist von der Anzahl an Einheiten, es ist kein Problem. Aber es ist so nervig. Hofarzt. Ja. Der Walram von Bayern ist Hofarzt. Ich fass es nicht. Der Thronräuber. Naja, eigentlich sind wir der Thronräuber. So, wir haben das geschafft hier. Wir verfolgen ihn. Genauso wie ihn.
Und hier wird auch gekämpft, das ist auch okay. Hier wird einmarschiert. Wir könnten theoretisch erstmal hier noch einen Abstecher machen, ganz kurz. Natürlich mit Anführer.